Ich habe ein Wort am Schluss, aber kein Schlusswort. Das hast dann du, Johannes. Es war die Rede davon, dass wir trennen müssen zwischen meiner Zukunft und die der Pfarre. Das bitte ich sehr wohl zu bedenken. Und zu meiner Zukunft, bevor die Weinflasche zur Gabe geöffnet wird, muss ich euch reinen Wein einschenken. Ich war insgesamt dreimal bei meinem Kardinal, das letzte Mal gestern. Schon genesen hat er mich empfangen. Es war ein sehr nettes Gespräch, fast wie ein Vater mit seinem Sohn, sehr amikal, sehr freundlich. Von Zukunft der Pfarre war keine Rede. Er hat sich Sorge gemacht um meine Zukunft und hat dann gemeint, es sind nur mehr 7,5 Monate. Ich soll beginnen, mit meiner Wohnung aufzuräumen, alte Sachen wegzuwerfen, etc. etc. Denn am 31. August dieses Jahres ist meine Amtszeit als amtierender Pfarrer zu Ende. Der Kardinal, er ist mein Chef. Ja. Tatsache ist, ich bleibe ja Priester, und zwar lebenslänglich. Ich kann auch hier weiterarbeiten, wenn sich das dann mit den polnischen Patres arrangieren lässt, sodass ich durchaus nicht aus der Welt bin. Aber eindeutig ist, ich muss mit 31.8., gestern das letzte Mal gefestigt, aufhören. Als amtierender Pfarrer, nicht als Priester. Das ist jetzt keine Bombe, die ich da einschlagen lassen will, sondern wenn wir offen und ehrlich gesprochen haben über Sorge der Zukunft, ich würde sagen, über meine Zukunft braucht euch bitte keine Sorge machen. Wer es nicht wüsste, ich habe mir vor 2 Jahren in Klosterneuburg eine kleine, feine Wohnung angemietet. 30 Quadratmeter hat die Wohnung, 40 Quadratmeter die Terrasse. Ich schaue genau auf die Fassade des Stiftes, bis 22 Uhr beleuchtet. Wenn ich mich um 90 Grad umdrehe, schaue ich auf die Fassade des Rathauses. Ich bin mitten im Machtzentrum. Die Wohnung hat einen Aufzug im Dachgeschoss, also kann mir nichts passieren, sodass ich, gut. So viel einmal zu meiner Person. Ich habe mir schon ahnend, was das passieren wird mit dem Stichtag 31. August für euch vorgenommen. Ich lasse es mir nicht zu, dass ich die letzte Mette feiere oder das letzte Osternfest feiere. Hier und heute ist mein Platz. Allerdings hat er ein konkretes Ende.